Wir haben heute einen wunderschönen Ordner mit faszinierenden Karten in einem Wert von über 12.000 Euro. Und was sich in diesem Schmuckstück befindet, das schauen wir uns jetzt genauer an. Hallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Ich habe hier einen kleinen Ordner zusammengestöpselt und zwar auf euren Wunsch hin. Es ist mir immer wieder, ich sag mal, zu Ohren gekommen, beziehungsweise wurde ich immer da wieder mal darauf angesprochen, dass man sagte, ja, die alten Sammelkartenchecks, so wie du es damals gemacht hast, sie in Ordnern vorzustellen etc., sie vielleicht auch zu betitulieren, sag ich mal, ihnen Namen zu geben und zu thematisieren, das finden wir eine tolle Idee, das war früher viel besser, mach das doch nochmal. Ich habe mich auf einen, ja, was heißt Kompromiss, ich habe das nicht mit euch besprochen, aber ich habe halt für mich einen Kompromiss gemacht. Ich habe euch hier einen richtig, richtig knackigen, teuren Ordner zusammengestellt und ja, dafür bekommt ihr aber keinen Titel und der ist auch nicht in den Lederbeinern, sondern in diesem schönen Ringordner. Wichtig zu wissen ist, es sind auch wieder Karten drin, die ihr schon mal gesehen habt. Die Frage ist, warum zeige ich euch eigentlich immer wieder Karten, die ihr schon mal gesehen habt? Der Grund ist ganz einfach, ich möchte eine Ausstellung machen, die ja irgendwann für mich auch lukrativ sein soll. Das heißt, es muss ein Anreiz da sein, dahin zu gehen. So. Und dadurch, dass ich ein bestimmtes Repertoire an Karten zeige, die meistens auch relativ teuer sind, sieht man eben, aha, das erwartet uns da, aber auch noch viel mehr. Das heißt, es ist so eine Art Teasing, was ich hier betreibe. Diesmal habe ich diese Regel allerdings gebrochen und habe hier wirklich auch Karten drin, die ihr noch nie gesehen habt in einem Sammelkartencheck. Es gibt einige bestimmte Karten, die werde ich hier auch niemals zeigen. Die sind nur für die Sammlung, also für die Ausstellung oder der Ausstellung vorbehalten. Vielleicht irgendwann mal bei einem Abonnenten-Special oder so, aber sonst nicht. So, da gehören auch so Karten dazu wie Cyberstein oder Horakti und so weiter und so fort. Wenn ihr die sehen wollt, müsst ihr entweder auf diese Special warten oder eben die Ausstellung besuchen, wenn es denn soweit ist. Jetzt quatsche ich aber schon fast 2 Minuten. Ich würde sagen, wir legen los und zwar gleich mit Karten, die wir zwar kennen, aber so an sich ja noch nicht wirklich gesehen haben. Als Sammelkartencheck. Wir haben hier diese Yugi Legendary Decks Promos, die es damals gab. Nämlich Reise ins Königreich, Königreich der Duellanten und die Gloria aus königsrechter Hand. Das sind jetzt Karten, die sind schön. Die gab es auch in Japan als Preiskarten. Die sind übrigens nicht so teuer, wie immer gesagt wird. Oh, unbezahlbar. Pfeifendeckel, mein alter Händler hätte mir die für 70 Euro aus Japan besorgen können. Die sind übrigens, glaube ich, Kamen geprintet, meines Wissens nach. Und ja, das hat allerdings nie geklappt, weil er dann vorher aufgehört hat. Und ja, jetzt habe ich ja einen neuen Händler und da muss ich erst gucken, wie das Ganze läuft. Ja, auf jeden Fall sehr schöne Karten, wirklich interessant, auch die Idee ist interessant, das sind keine Tokens, das sind keine wirklichen Monster, die kannst du nicht spielen, das ist einfach nur so zum, ja, zum Sammeln, wenn man so möchte. Das sind eben die Eintrittskarten. Sehr schön, mein persönliches Lieblings, oder mein persönlicher Liebling ist in dem Fall übrigens die Gloria aus königsrechter Hand. Jetzt kommen wir allerdings zu etwas, das wir schon ein bisschen besser kennen. Deswegen werde ich da auch nicht mehr allzu viele Worte zu verlieren. Wir haben die Heiligen, gehört ich fast sagen, die Götterkarten. Wir haben hier Mischsets, würde ich mal sagen. Ihr wisst, ich habe noch wesentlich mehr von denen. Ich habe hier nicht alle, ich habe hier 3 Seiten voll. Sonst hätte ich hier jetzt 20 Seiten voll machen müssen. Und ich habe das bei diesem Ordner, damit die Vielfalt gegeben ist, speziell so gemacht, dass ich abgesehen von diesen hier, wo ich jetzt wirklich 2-3 Seiten habe und auch bei einer anderen Karte, glaube ich, nie eine Doppelseite gemacht habe, wirklich nie alle Exemplare reingehauen habe. Einfach nur aus dem Grund, dass hier, wie gesagt, eine Vielfalt gegeben ist, dass euch nicht langweilig wird, weil das Problem ist, es ist zwar praktisch, wenn alles beieinander ist, ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel alle Blue Eyes reinpacken würde, hätte ich so einen Stapel an Seiten nur Blue Eyes Karten. Das wäre praktisch, klar, aber es wäre halt einfach nichts fürs Auge. Es wäre sehr einseitig. Es hätte auf der einen Seite natürlich auch den Wow-Effekt. 7 DDS-Blues. What the fuck? Aber optisch würde es irgendwann einfach, also für meinen Geschmack, nichts mehr hergeben. Das ist eine Sache, die mir schon damals aufgefallen ist. Wenn zu viele Exemplare derselben Karte auf einer Seite sind, dann sieht das nicht schön aus. Es muss ein bisschen Abwechslung rein. Ja, jetzt auf jeden Fall, das ist ein Mischset. Das heißt, ich habe eine gewisse Anzahl an Yugi Legendary Deck Sets, eine gewisse Anzahl an GBI Sets und so weiter. Und
ich habe natürlich auch ein paar, wo keine ganzen Sets mehr zusammengekommen sind. Und die habe ich dann eben einfach durcheinander zusammengewürfelt. Ich glaube, das hier ist noch sogar, doch, das ist sogar noch ein komplettes Yugi Legendary Set. Das hier müsste jetzt auch, genau, die müssten jetzt auch aus der Legendary Collection 1 sein. Der ist schon wieder aus der Yugi Legendary Decks, die aus der Legendary Collection. Yugi Legendary Decks, nee, LC01, die beiden sind aus GBI. Oder waren es die beiden? Keine Ahnung. Das Set hier, das müsste jetzt wieder aus der LC, nee, aus den Yugi Legendary Decks. Ja, eindeutig Yugi Legendary Decks. Und darunter haben wir nochmal ein Set aus den Yugi Legendary Decks. Ja, also das sind jetzt hauptsächlich die etwas günstigeren Sets. Außer eben den beiden GBI und den LC01er, wobei die LC01er jetzt auch nicht unbezahlbar sind. Die kosten halt ein bisschen mehr als die anderen. Genau, da fängt es jetzt an teuer zu werden. Hier sind die Sets auch wieder geordnet. Das hier sind jetzt nicht die GBI-Secrets, die werden natürlich noch teurer, sondern das sind die Reprints in Anführungszeichen. Das hier sind die aus YMA, der Jump und DOD, die übrigens allesamt im Preis extrem gestiegen sind. Da muss man schon sagen. Also früher hast du so einen aus der Jump für, ich glaube, 30 Euro bekommen. Wenn ich mich jetzt, ich habe das alles wie gesagt durchgerechnet, aber ich habe natürlich die einzelnen Sachen nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, der liegt jetzt bei 45 Euro oder so und der hier irgendwo bei 60 oder sowas. Richtig, richtig kranker Scheiß. Ich glaube, der geht auf die 40 zu, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, dann auf der Seite haben wir hier, wie gesagt, nochmal die Sets. Das sind jetzt die japanischen GBI-Sets. Da geht das ganze Set einmal 80 Euro in etwa. Habe ich hier zweimal. Da oben haben wir nochmal die aus YMA, der Jump und DOD. Hier wird es jetzt auch wieder witzig. Wir haben hier eine Exodia aus LOB. Das ist übrigens auch die vom lieben Michael aus dem 7500-Euro-Opening. Einfach mal rangucken. Das ist, glaube ich, das vorletzte Mega-Opening. Sehr schön gemacht auf jeden Fall. Leider noch mit der alten Kamera. Ihr merkt auch, ich habe eine neue Kamera. Klar, es ist jetzt bei den Ordnern immer noch so, dass man den kleinen Effekttext nicht lesen kann. Ich glaube, auch bei 4K ist das noch nicht möglich. Aber man sieht alles scharf. Genau. Und die sind jetzt unlimitiert. Ja. Geht natürlich auch ein bisschen was, aber auf der anderen Seite wird es schon ein bisschen teurer. Hier sind die Teile auch noch unlimitiert und das ist übrigens eines der wenigen Teile hier, die nicht Nierment sind. Ich habe hier fast nur Nierment-Sachen drin. Hier oben sind ein paar, also es ist nicht wirklich kaputt, aber da ist halt die Farbe weg. Warum ist das so? Ganz einfach, habe ich damals selber gezogen. Und trotz meiner langen Yu-Gi-Oh! Pause, die ich hatte, habe ich diese Karte irgendwie, ich muss sie irgendwie versteckt haben oder so. Jedenfalls habe ich sie wieder gefunden vor einiger Zeit. Und ja, seitdem ist das Teil meiner Sammlung, auch die offiziellen Sammlung und auch wenn sie nicht niemand ist. Die Köpfe allerdings sind First, beide. Englisch. Müssen wir auf Market gucken, wie viel die gehen. Einiges auf jeden Fall, wirklich einiges, ja. Nicht zu unterschätzen. Die Teile, da habe ich es bei der Berechnung einfach so gemacht, weil ich wollte nicht jedes Teil einzeln suchen. Ich habe einfach ein Teil gesucht und das dann auf die anderen umgeschlagen. Ich weiß, die Teile gehen alle unterschiedlich viel, aber bei der Preisklasse über 12.000 Euro macht das nicht den Unterschied. Genau, gucken wir weiter. Gebt mal bitte ein Feedback, ob euch das zu schnell ist oder zu langsam. Ja, ich versuche halt immer ein bisschen auch die Seite da zu lassen, dass man sich alles angucken kann, vielleicht hier und da ein bisschen was zu sagen. Ist übrigens leid, dass das hier oben spiegelt, aber das ist einfach die Beleuchtung. Da kann ich auch nichts dagegen machen. Ich habe zwar auf der Kamera eingestellt, dass Gegenlicht kompensiert werden soll, aber ich bin nicht so der Techniktyp. Ich weiß nicht, ob das überhaupt die richtige Einstellung war. Und egal. Jedenfalls sagt mir, ob euch das zu schnell geht oder ob ich das schneller machen soll. Vielleicht bleibe ich euch auch zu lange auf der Seite. Die meisten werden schon wieder abgeschalten haben. Hier 5 Seiten, 8 Minuten. Was soll der Scheiße nach dem Motto? Und ja, jedenfalls haben wir hier das LOB-Set. Hier ist wirklich komplett alles LOB. Alles unlimitiert außer ein Dark Magician. Der ist Asian English. Also die Rückseite kann ich euch mal kurz zeigen. Für die, die es nicht wissen. Das ist er. Ja. First. Und die Rückseite ist auf Japanisch. Das ist Asian English. Genau. Der ist First, ich glaube, keine Ahnung, jetzt 70 Euro oder so. Der Rest ist tatsächlich unlimitiert. Und ich habe auch keine First von denen. Doch, ich glaube, vom Blue Eyes habe ich ein oder zwei First. Irgendwo. Aber vom Rest nicht. Ja. Also auch die Rotäugigen sind nicht First. Sind auch nicht aus dem Starterdeck, sondern tatsächlich aus LOB. Auf der rechten Seite haben wir hier die Blue Eyes, Dark Magicians und Redders aus den jeweiligen Starterdecks. Der hier ist First. Auch interessant, dass er relativ viel geht. Im Verhältnis zu den beiden ist es unlimitiert. Von dem habe ich allerdings mehrere in First. Ich habe über 9 Stück von denen. Könnte ich eigentlich welche abgeben, aber mache ich noch nicht. Dark Magicians sind alle 3 First. Und die Red Eyes sind alle 3 unlimitiert. Hätte ich auch noch in First da, muss ich noch austauschen. Ich will den Ordner nochmal überarbeiten. Ich will hier dann wirklich auch die ganzen unlimitierten Exemplare raustun und durch First ersetzen.
Hier ist tatsächlich einiges auch nicht First, was ich in Wirklichkeit eigentlich auch als First da habe. Da habe ich einfach nicht so drauf geachtet, das ist mir leider erst später eingefallen, aber fürs Video reicht es ja trotzdem aus. Ich denke, ich werde den Ordner auch so lassen, ich werde den jetzt vorerst mal nicht umsortieren, irgendwann vielleicht, aber ich finde ihn schön, ich schaue ihn mir gerne an und ja, ich habe den gestern zusammengestöpselt, also war eine Arbeit von 12, 13 Stunden, muss man wirklich sagen, vor allen Dingen, weil wenn ich Karten sortiere, ist immer alles relativ chaotisch bei mir, mein Zimmer schaut dann aus wie beim Drachenlord, das ist richtig schlimm, nur alles halt mit Yu-Gi-Oh! Voll statt mit Müll. So, hier haben wir jetzt Karten, die haben wir auch, hatten wir das eigentlich schon, ja, die haben wir schon gesehen. Das sind Karten, die haben wir so zum Beispiel noch nicht so oft gesehen. In Sammelkarten-Checks sowieso noch nicht. Natürlich in den Mega-Openings und Neuzugängen ist ja klar, da zeige ich euch alles, was reinkommt. Außer halt die ganz teuren Preiskarten und Exclusives, die ich halt dann, also Exclusives im Sinne von exklusiv für die Ausstellung, die ich halt hier nicht so zeige. Da haben wir jetzt die Zeitzauberer. Einmal links, einmal rechts. Und die linken sind alle drei unlimitiert. Zwei Deutsch, einer Englisch, die rechten sind alle drei First und alle drei Deutsch. Dasselbe gilt auch für den Tausenddrachen, alle Deutsch, Secret und alle First aus Metal Raiders. Mit Metal Raiders geht es auch auf der rechten Seite direkt weiter. Dann haben wir hier zwei Playsets herbeigerufene Totenköpfe, von denen sind zwei Stück First. Ich glaube, die müssten auch beide vom lieben Michael sein. Der hat sich ja gewünscht, er fand es ja schade, dass seine Sammlung halt noch in einer ganz schlechten Qualität gezeigt wurde. Und deshalb habe ich auch darauf geachtet, dass einige der Karten hier nochmal dann zu sehen sind, weil er hat halt den Vorschlag gemacht, dass ich das Video vielleicht nochmal drehe mit der neuen Kamera, aber da hatte ich schon alles auseinandergerupft und einsortiert und die Hälfte ist schon irgendwo auf dem Dachboden eingelagert und ja, deshalb ging das natürlich nicht, aber hier erfülle ich jetzt seinen Wunsch so ein bisschen, nicht komplett, aber ein bisschen, sag ich mal, ja, genau. Von den Beast Sky Dragons ist einer First, das ist der hier oben, der ist Englisch, die anderen beiden sind Deutsch und unlimitiert. Und ich habe keine weiteren in Ultra Rare mehr gefunden. Ich weiß aber, dass ich noch welche habe. Entweder ich habe sie wieder irgendwo in den tiefen Weiten meiner Sammlung oder sie sind schon auf dem Dachboden zwischengelagert. Keine Ahnung. Wenn sie auf dem Dachboden zwischengelagert sind, dann habe ich drei zu viel. Dann könnte ich theoretisch drei abgeben, aber bis ich das nicht weiß, wird das nichts. So, genau. Die anderen sind halt, wie gesagt, unlimitiert. Weiter geht's mit den Pistolendrachen, die oben ebenfalls Metal Raiders, geht's ein bisschen weiter. Die sind alle drei First und es ist bei den Pistolendrachen tatsächlich so, ich habe fast nur Erstauflagen von denen. Fast nur. Ich habe, glaube ich, ein oder zwei Stück, die nicht First sind, aber die gehen in First richtig, richtig viel. Wenn ich nicht irgendetwas übersehen habe, dann geht der, glaube ich, in First fast 60 Euro. Oder waren es 40 oder 50, aber irgendwie sowas um den Dreh. Ich sag mal irgendwas zwischen 40 und 50 war es. Ich habe es natürlich durchgerechnet, klar, aber ich habe die einzelnen Preise jetzt nicht mehr so präsent im Kopf. Das habe ich alles gestern Nacht um 3 Uhr morgens oder so gemacht. Das war wirklich erstaunlich. Ich hätte nicht damit, also ich habe aufgrund der Tatsache, wie leicht und wie oft ich an Erstexemplare, also an Erstauflagen von der Karte rankomme, hätte ich eigentlich gedacht, dass das maximal eine 10-Euro-Karte sein kann. Ja. Bisschen schwieriger ist es schon beim feierlichen Urteil. Da habe ich tatsächlich nur zwei Stück in First und das sind auch tatsächlich, ich hab viel in Ultra, keine Frage, aber es sind tatsächlich die einzigen beiden Exemplare hier, die ich in First habe, die ist schon wieder unlimitiert. In Ultra Rare, witzigerweise hier oben, fliegt noch einen Super Rare rum. Auf meinem Schreibtisch muss ich auch noch irgendwie einsortieren. Genau. Die gehen, glaube ich, irgendwas mit 40 Euro oder so, wenn ich mich nicht täusche. Darunter haben wir dann Reflect Bound aus Dark Crisis, zweimal First. Hier auch wieder Grüße an den lieben Michael, die sind auch wieder von ihm. Den hier hatte ich schon vorher mal. Witzigerweise hat das ziemlich lange gebraucht, bis ich die hier bekommen habe. Und ich glaube, ich habe in Ultra Rare nur 4 oder 5 Stück von denen. Ich habe die nie bekommen, nie. Also ich habe auch nicht direkt danach gesucht. Also ich habe jetzt nie gesagt bei meinem Händler, ich brauche die jetzt. Ich hatte die auch nie wirklich auf dem Schirm. Aber in Sammlungen sind die fast nie zu finden. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, Leute. Ja. Genau, hier sind auch wie gesagt die von Michael First, weil die 7500 Euro Collection, das waren hauptsächlich Erstauflagen, außer einige wenige Karten. Jetzt haben wir auf der rechten Seite zwei Playsets, Monster Reborns im Ultra. Bei Michaels Sammlung war eine in First dabei, die habe ich jetzt hier leider nicht drin. Ich dachte eigentlich, ich hätte sie rein, aber war wohl nicht so. Also habe ich jetzt hier drei unlimitierte aus LOB. Dann habe ich hier oben eine aus der Legendary Collection und zwei Stück aus Dark Beginning. Ebenfalls Ultra Rare, die unterscheiden sich halt wirklich kaum, weil der sieht man es halt bei größeres Bild. Und in der Mitte ein unlimitiertes Playset Gaia Zorniger Ritter. Von denen habe ich ehrlich gesagt relativ viele. Die teuerste Version, die ich von denen habe, ist nicht mal die deutsche Erstauflage, sondern tatsächlich die japanische Ultimate Rare. Die geht ja auch schon fast auf die 200 mittlerweile zu, 200 Euro. Richtig, richtig krass.
Was ihr hier übrigens nicht sehen werdet, ist der Blue Eyes aus Japan in Ultimate Rare. Ja, weil ich hatte das ja schon angekündigt in einem kleineren Kreis, dass der Ordner kommt. Und da wurde gleich die Frage gestellt, ob denn die alten Ultimates, also Dark Magician, Blue Eyes und Red Eyes in Ultimate aus Japan zu sehen sein werden. Nein, werden sie nicht. Aber kleiner Kommentar dazu. Was ich schade finde, ist der Dark Magician und der Blue Eyes, die sind in dem schönen alten Layout. Der Red Eyes, der dann in Ulti kam, der hat schon das Neue. Das passt irgendwie nicht. Ne? Und den gibt es auch nicht im alten Layout in Ulti. Ich finde, das hätten die dann auch noch so machen können. Aber gut, was soll's. Konami. Dann haben wir ein paar Toon-Sachen. Die habe ich jetzt auch wieder. Also eigentlich der Ordner ist prinzipiell recht wahllos zusammengewürfelt. Aber hier habe ich jetzt dann doch ein bisschen System reingebracht. Wir haben hier oben die Toon Cannon Soldiers in Ultra Rare aus dem Tournament Pack 6, wenn ich mich nicht täusche. Einer von Erik Hübner. Weiß ich noch, da habe ich mehr bezahlt, als er wert ist. Fast das Doppelte. Weil er ihn selber gezogen hat. Ja, ja. Naja. Jedenfalls war es mir das trotzdem wert. Ich habe insgesamt 4 Stück von denen. 3 sind hier, der andere ist halt noch nicht hier drin, weil ich will hier bloß Playsets drin haben. Ich hätte ja auch einen 4. reinklatschen können, aber das hätte dann ein bisschen doof ausgesehen. Ich habe insgesamt 2 englische, 2 deutsche. Hier drin sind es die englischen und ein deutscher. Der andere deutsche ist, wie gesagt, noch in diesem einen Ordner, den ich mal bei Randall Brain gezeigt habe. Als Gastvideo, könnt ihr auch mal gucken, war das letzte Gastvideo. Das war wohl das erfolgloseste ever. Ich habe, glaube ich, 50 Abonnenten dadurch bekommen. Wenn man bedenkt, bei meinem ersten Gastvideo bei Random Brain waren es fast 500. Aber irgendwann ist Kraut halt ausgeschöpft, gell? Mal schauen, wie es dieses Jahr wird. Und ja, jedenfalls richtig cool. Die gehen ungefähr 37 Euro das Stück. Dann darunter die Toon-Jungfrau. Hier sind alle 3 First. Die habe ich tatsächlich noch ausgetauscht nachträglich, weil da war nur eine First am Anfang. Da habe ich mir gedacht, komm, die holst du jetzt gleich raus. Weil ich habe von denen relativ viele in First. Das ist, glaube ich, die einzig spielbare Toon-Karte, also die einzig spielbare alte Toon-Karte, sage ich jetzt mal. Ne? Aber schön, gefällt mir auf jeden Fall. Dann der beigerufene Toon-Schädel, finde ich optisch extrem schön. 2 Stück in First, eine unlimitiert. Auch hier muss ich noch austauschen, weil ich habe noch mehrere in First, noch mindestens 3 Stück in First. Dasselbe gilt für den Blue Eyes Toon Dragon. Den habe ich auch mehrfach in First. Der ist auch relativ teuer. Also ich habe jetzt hier einen in First und 2 in Unlimited. Die werden natürlich noch ausgetauscht, ist ja logisch. Darunter das Toon Dark Magician Girl. Also wir kennen sie hier nur so als Rare, glaube ich. Und das Kamen vielleicht. Gab es allerdings auch aus der Jump in Ultra Rare. Sehr schöner Print. Gefällt mir sehr gut. War auch ein bisschen was wert. 10er das Stück oder so. Also jetzt nichts, was unbezahlbar wäre. Aber für jede Oldschool-Sammlung, für jeden Toon-Fan ist das ein Muss, Leute. Absolut schön. Dann die Toon-Elfen-Zwillinge, das fand ich relativ witzig, als ich danach gesucht habe, weil ich habe sie nicht auf Market gefunden. Nicht aus dem Set, die kommen nämlich aus DL6. Auf Market habe ich aber nur DB1 oder irgendwie sowas in der Richtung gefunden, deshalb bin ich einfach von 2 Cent ausgegangen, ne? Also einfach vom schlechtesten. Vom Wert her habe die halt mit 6 Cent alle 3 berechnet, da habe ich auch schon alle 9 Stück zusammen. Und offensichtlich, ich weiß nicht, ob es da Erstauflagen gibt, aber ich habe keine einzige. Ja. Wenn es von dem Set eine Erstauflage gab, weil hier steht ja auch keine limitierte Auflage dran, dann habe ich keine einzige in First. Ist dann traurig, aber wahr. Weiter geht's mit dem, hier habe ich ein bisschen übers Playset hinausgeschossen. Zum einen wollte ich einen relativ teuren Ort noch generieren, also das ist schon beabsichtigt so ein bisschen, dass der so teuer ist. Deshalb habe ich auch ein bisschen kostspieligere Sachen reingehauen. Kleine Info noch am Rande, auch wenn wir hier ein Playset schon gesehen haben, es kann sein, dass dasselbe Playset hinten im Ordner nochmal drin ist. Das habe ich einfach deshalb gemacht, weil ich zum einen doch die Karten halbwegs zusammen haben wollte, zum anderen aber auch nicht auf derselben Seite unbedingt, weil manche Karten, zum Beispiel der hier, ne, Dark Magician of Chaos, ist eine wunderschöne Karte. Aber wenn du die zusammen auf eine Seite packst, als 9er oder als 18er Seite, sieht das kacke aus. Es ist einfach so, es ist dann zu überladen mit derselben Karte, zu einseitig. Also den Dark Magician of Chaos ordentlich zu verbauen, dass der gut aussieht auf einer Seite, ist richtig, richtig schwierig. Zumindest wenn man meinen Geschmack hat. Ne? Ich meine, Geschmäcker sind immer unterschiedlich, ist ja logisch. Ne? Hier werdet ihr euch vielleicht denken, der spinnt der Julian, holt die weiße Jacke, sperrt ihn weg. Aber gut, die sind alle 3 First, ich glaube 84 Euro das Stück. Wir werden weiterhin nochmal ein Playset in First sehen und ich habe dann nochmal ein Playset extra aus der Yugi Legendary, aus den Yugi Legendary Decks. Dafür habe ich 2 Stück aus Invasion of Chaos weggegeben, also quasi schon längst verkauft. Warum werdet ihr euch jetzt fragen? Du spinnst doch, aber nein, ich spinne nicht. Ich finde die neuen Prints auch sehr schön vom Finish her, deswegen wollte ich zumindest ein Playset behalten. Darunter 3 Chaos Imperator Drachen aus The Lost Millennium. Die gesuchteste Promo aus dem Set und ich glaube auch die beste Promo, die jemals meiner Meinung nach in irgendeiner Special Edition drin war. Geht ja auch 12 Euro, glaube ich, das Stück. Und darunter den schwarz glänzenden Soldaten, Gesandten des Anfangs. 2 Stück hier
aus Dark Beginning oder Dark Revelation und einer aus Invasion of Chaos First, Leute. Hier auch wieder Grüße an den lieben Michael, die kommt nämlich aus seiner Collection. Dann geht's hier weiter. Wir haben hier sage und schreibe 7 Chaos Imperator Drachen in Ultimate and First. 3 von denen sind auch wieder vom lieben Michael. Ich will auch unbedingt noch die aus dem Reprint-Set haben, weil da auch der Rand auch Ultimate geprintet ist. Und ja, einfach mindestens ein Playset auf jeden Fall noch, ja. Weil das sieht halt einfach anders aus, deswegen, das ist wie bei Secret und Prismatic Secret, ne? Deswegen, ich sammle auch aus dem OCG die Secrets, die bei uns als Secret sind, weil da das Secret einfach anders ist. Ja, alle First, alle Nearmint, alle Deutsch, soweit ich das gesehen habe, ja. Ein Haufen Geld auf der Seite. Ein Haufen Geld, kann man nicht anders sagen. Witzigerweise, diese beiden Karten sind die einzigen Karten, die nicht aus Duel Monsters sind, sondern die sind tatsächlich schon aus GX. Die beziehen sich auch im Effekt auf die Elementarhelden. Das sind die einzigen YCS-Promos, die hier bisher drin sind. Ich habe mir auch schon überlegt, vielleicht die anderen reinzupacken, aber nö, mache ich nicht. Zum einen kommen die teilweise aus einer anderen Zeit. Nicht alle, aber ein paar. Und zum anderen reicht das, wenn man sie in den Preiskartenfolgen gesehen hat, weil das halt doch dann eher wieder ausstellungsexklusivere Karten sind. Zu der Karte auf die Karte möchte ich gerne mal eingehen, ja, wenn wir kurz die Minute haben. Es geht zwar schon 20 Minuten, Leute, es tut mir leid, aber ich will mir hier Zeit nehmen. Und zwar, wenn man sich mal den Effekt hier durchliest, du kannst diese Karte spielen, wenn du... Genau, wenn du 2007 halt auf dieser Meisterschaft warst, genau, und die ATK aller Elementarhelden, die verdoppelt sich. Und das Witzige ist nicht nur, dass das die einzige Kamen ist, die als YCS-Promo jemals rausgegeben wurde, nein, sie hat auch noch auf der Rückseite was Lustiges stehen, hat auch sonst keine andere. Und zwar, thank you for attending the 2007 Yu-Gi-Oh! Trading Card Game World Championship. This card not for sale. Ich habe sie trotzdem gekauft. Genau. 2 Stück hier drin, 3 Stück habe ich insgesamt von der. Geht glaube ich auch 150? Irgendwie sowas, keine Ahnung. So, weiter. Das Witzige ist übrigens, gab es mal bei Amazon für einen 10er. War ein Geheimtipp. Mittlerweile gibt es den nicht mehr, aber gab es wirklich für einen 10er in Nearmint und die Originale. Richtig krass. Gut, dann Axt der Verzweiflung als Playset, sehr schön in First. Schnappstahl First. Ihr seht, das sind alles Karten aus Spare Ruler. Alle First-Verbrecher-Duo, die sind jetzt nicht First, die sind alle 3 unlimitiert. Ist aber, glaube ich, sogar eine der teuersten von den ganzen, einfach auch, weil sie, spielbar ist, soweit ich weiß. Da bin ich mir zwar nicht so sicher, aber soweit ich weiß, zumindest im Gold-Format oder so, müsste die wohl spielbar gewesen sein, deswegen war sie relativ teuer. Ich tue mal hier das Blättchen ein bisschen knicken, damit man hier mal auch sieht, was hier oben ist. So, hier haben wir jetzt den starken Wachposten, auch First, geht also wirklich nix, ja. Metallwandler genauso auch in First, das alles Karten, die gehen fast nichts. Mystische Raumteilfunk schon, der geht ein paar Euro, aber so hier Schnappsteuer, Megawandler, starker Wachposten, Axt der Verzweiflung, das sind alles Karten, die gehen nix, auch in First nicht. Das ist richtig krass. Axt der Verzweiflung, witzigerweise zensiert. Im Japanischen ist der ganze Stil hier etwas grünlicher und der Knubbel hier, der bei uns einfach nur Holz ist, ist da eine Fratze, also ein Gesicht. Richtig cool. Habe ich leider nur eine und die ist kaputt. Also, lieber Yannick, du weißt Bescheid, besorg mir die Axt bitte. So, jetzt wird's teuer. Jetzt wird's teuer. DDS, also das Hauptset. Das DDS-Set bestand ja aus 6 Karten insgesamt, also nicht nur aus 3, da war glaube ich auch noch dieser Seiyariui, oder wie er heißt, dann der Harpien Flederwisch und die Säurefallgrube mit drin, alles Karten, die jetzt nicht so präsent, nicht so wichtig, nicht so wertvoll sind, außer vielleicht der Harpien Flederwisch. Das hier sind jetzt halt die teuren Karten, wir haben hier 5-mal den DDS Blue Eyes, ich habe ja insgesamt mittlerweile 7, aber da hätte ich halt alles nicht mehr reinpacken können, deswegen, ja. Exodia, also hier übrigens DDS Blue Eyes, hole ich auch mal einen raus, einfach mal so zum Zeigen. DDS Blue Eyes ist eine Karte, die geht ungefähr ein Taui, das Stück. Mich hat letztens einer gefragt, seit wann, was hat er in den Kommentaren geschrieben, seit wann geht der DDS Blue Eyes ungraded 1000 Euro auf Market? Eigentlich schon immer. Ja, der ist schon immer zwischen 700 und 1000 Euro das Stück gegangen. Ja, also zumindest so in den letzten Jahren. Und aktuell geht der günstigste halt einfach bei 999 Euro los, also ungefähr 1000. Dann haben wir hier den Exodia. Der Forbidden One Kopf aus DDS, der ist witzigerweise gesunken und zwar um 20 Euro, als ich ihn gekauft habe, war auch von Michael, der hat mir den extra angeholt und da habe ich auch nur einen davon, witzigerweise.
Dann ging der ungefähr 80, 85 Euro, jetzt geht er noch um die 60. Dann haben wir da unten noch das Playset Dark Magicians aus, ich auch mal einen raus, Dark Magicians aus DDS. Und ja, das ist ein auch relativ teures Stück. Da geht einer, glaube ich, so um die 250. Verglichen zum der Blue Eyes ist das natürlich relativ günstig, aber dennoch ein stolzer Preis. Hier auf der rechten Seite haben wir jetzt das TCG-Set von dem Anniversary-Set. Außer hier, ihr merkt schon, das Dunkle Magier-Mädchen. Das Dunkle Magier-Mädchen ist japanisch, das liegt einfach daran, dass die im TCG-Set nie erschienen ist. Was wiederum daran liegt, dass Konami sich geweigert hat, diese Karte im TCG zensieren zu lassen. Ich persönlich finde es jetzt gar nicht mal so obszön. Ja, sehr freie Beine und oben quetscht sie so ein bisschen die Titten zusammen. Aber meine Güte, was soll der Kack? So freizügig ist sie dann doch nicht. Was ich übrigens witzig finde, kleine Anekdote. Ich habe eine kennengelernt auf WhatsApp in so einer Yu-Gi-Oh!-Gruppe, die wollte für ihren Freund eine Karte besorgen. Ein dunkles Magermädchen aus Japan. Ich habe gesagt, ja, kein Problem, kann ich dir über meinen Händler besorgen. Und dann hat sie mir ein Bild von der Karte geschickt, die sie meinten, da war das so ein Fanart vom Dark Magician Girl, wo halt die Titten wirklich komplett raushängen. Also ohne also mit allem zu sehen. Ne? Und dann hat gesagt, die gibt's nicht. Und sie, oh, jetzt bin ich aber enttäuscht, ich musste so lachen. Ja. Okay, interessant hier ist, dass die Preise ziemlich gesunken sind. Am stabilsten ist immer noch der Red Eyes, der geht so um die 23 Euro. Allerdings der Blue Eyes und so weiter, die sind doch sehr stark gesunken. Ja? Der Blue Eyes war mal der teuerste, der ist mittlerweile günstiger als der Red Eyes. Und auch der Jinzo ist relativ krass abgestürzt. Das ist übrigens nicht das einzige Set, es ist das einzige Set im Ordner, das ich habe, aber ich habe das komplette Set noch zwei, drei weitere Male und dann noch ein paar einzelne Karten, die ich halt nicht zu dem kompletten Set mehr zusammenfügen kann. Ich glaube, am meisten habe ich das Dark Magician Girl, das habe ich, glaube ich, 7 oder 8 Mal mittlerweile. Geht auch nicht besonders viel, 3-4 Euro vielleicht. Wenn ihr es haben wollt, schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr den Link und ich frage ihn mal, wenn ich darf, auch die Handynummer von meinem OCG-Händler und da draußen fährt irgendein LKW, der die ganze Zeit piept, irgendeine Kehrmaschine, whatever. Richtig geil. Ja, geht dann in die Videobeschreibung, schreibt ihm auf Facebook, schreibt ihm auf dem, ja, oder über WhatsApp, wenn ich seine Nummer dann releasen darf. Er selber macht's, glaube ich, aber ich muss trotzdem fragen. Wirklich günstig, er bestellt euch das, das ist nach 2-3 Wochen ist das da und ihr müsst auch erst bezahlen, wenn es da ist. Und wenn es nicht kommt und ihr habt angezahlt, weil es eine teure Karte ist, bekommt ihr euer Geld zurück. Also echt toller Typ, tolle Sache. Lohnt sich auf jeden Fall. Weiter geht's mit weiteren Chaos-Imperator-Drachen. Ihr seht, ich bin Chaos-Imperator-Drachen-Fan. Ich habe hier tatsächlich, bis auf die Millennium-Supers und ich glaube eine Ultra-Rare, habe ich alle Chaos-Imperator-Drachen hier drin, in dem Binder. Also zuerst mal Yathas, schauen wir uns die mal an. Hier sind alle Secret, bis auf der, da sind mir die Secret-Rares ausgegangen. ja, normalerweise mehr, als ich brauchen würde. Ich hätte theoretisch 2 zur Abgabe, aber wegen dem Ordner will ich sie ja halt doch behalten. Ja, genau, also Yathas werden mir auch hinterhergeschmissen. Ich habe so viele Yathas, ich habe schon insgesamt 4 oder 5 Stück davon verkauft, sonst hätte ich jetzt immer noch hier noch einen Secret und noch einen Playset for Trade. Auch in First sind die total leicht herzukriegen für mich. Ich weiß nicht, die verfolgen mich richtig. Ich habe hier leider nicht gut geordnet, ne? Also zuerst hier Playset First, dann First, 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 First. Ja, die sind alle First. Also 4 Stück sind unlimitiert, der Rest ist hier First, ne? Da wissen wir auch gleich, wo der Bartel der Moschtöl sozusagen. Also ist auch relativ teuer. Ich glaube, die First geht 45 Euro, die Unlimitierte irgendwas mit 20 oder so. Ja, die Chaos Imperator Drachen sind natürlich bis auf einen auch First. Hier auch das Playset vom lieben Michael. Hier auch nochmal Grüße. 2 Stück der Yathas sind auch von Michael. Auch hier nochmal die Grüße raus. Also du siehst, Michael, ich habe schon versucht, hier möglichst viel von deinen Karten reinzutun, damit du sie auch hier nochmal schön sehen kannst. Dann haben wir nochmal 2 in Secret unlimitiert. 3 Stück in Ultra Rare aus The Lost Millennium und die hier, das erkennt man auch am anderen Finish ein bisschen. Die ist aus Dark Revelation, das ist auch meine einzige aus Dark Revelation 2. Die ich habe die anderen, die ich in Ultra habe, sind alle aus The Lost Millennium. Ich werde die hier vielleicht auch noch raustun und die andere aus Lost Millennium noch reinhauen, die ich noch draußen habe. Dann ist das einfach, ja, ihr wisst schon, gehört es einfach zusammen. Das Playset hier in Ultra ist aus LOB. Ich habe noch ein paar aus Dark Beginning, die sind hier aber nicht im Ordner. Wie gesagt, hier aus LOB, alle unlimitiert, aber dafür, soweit ich weiß, nee, 2 sind Deutsch, 1 ist Englisch, genau. Dann haben wir hier, da muss ich wieder ein bisschen hochhalten, Hinokago Tsuchi, oder Tsuchi, wie es ausgesprochen wird. Hier ist einer First. Ja, die Karte war mal relativ teuer sogar. Ich glaube, die unlimitierte Variante ging mal 7 Euro und die First 12 oder irgendwie so. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist. Ich habe es zwar gestern nachgesehen, aber wie bereits gesagt, es war mitten in der Nacht.
Da hatte ich halt einfach bis heute Morgen, also ich bin ja eingeschlafen, dann auch vor dem PC leider Gottes, über meinem Ordner. So ist das halt und ja. Genau, dann haben wir unten Hellpilmer, also den Höllenpoeten oder Höllenpropheten, wie auch immer. Hier ist jetzt keine First, die muss ich auch austauschen. Ich habe mindestens noch ein Playset in First. Hier auch nochmal Grüße an den lieben Oliver Bücker, der sammelt ja Hellpilmer in Ultra Rare aus PGD. Der findet die Karte so toll, der sammelt die ohne Ende. Ja, also wenn der einen hat, den gibt er nicht ab, der hortet die, bis er so einen Berg hat, das ist bestimmt wurscht. Dann haben wir darunter die Dunkle Todesfurcht, allerdings nicht der Reprint aus der Legendary Collection 3, sondern tatsächlich die Originalen aus The Lost Millennium. Sehr schöne Sache, wirklich toll und ja, freut mich auf jeden Fall, dass wir die hier in der Sammlung auch haben. Ich habe auch noch ein paar aus der Legendary Collection 3, aber ja, so ist das eben. Ja, hier wird es jetzt auch wieder cool. Die musste ich einfach zusammenpacken, weil das einfach so gut gepasst hat. Also sie sind fast alle aus Pharaonic Guardian. Nicht aus Pharaonic Guardian, also die hier ist aus Pharaonic Guardian, glaube ich, oder? Ja, PGD. Eine ist übrigens fast davon, die anderen nicht. Die anderen sind aus Ancient Sanctuary, Geist des Pharao und dann gab es hier nochmal den Geist der Schakalritter. Die wurde bei uns, glaube ich, nur in Super Rare geprintet aus dem Dark Revelation Set oder so. Weil Pharaonic Guardian kam ja nie auf Deutsch. Und ja, richtig witzig eigentlich, die gehören ja sowieso zusammen und den muss ich einfach reinpacken, weil er halt einfach optisch noch so super dazu passt. Dann haben wir hier oben den Schlag-Ninja, ja, das ist jetzt eher so eine random gehaltene Karte, sage ich mal. Dann den Endzauberer, da sind zwei Stück First, ein Unlimitiert und den Goblin-Angriffstrupp, witzigerweise Goblin-Angriffstrupp ist eine Karte, die früher... Was heißt früher, vor einem halben Jahr, in First noch nichts ging. First, Nirmint, Deutsch, Ultra Rare aus PSV ging ein paar Cent. Und jetzt ist es zumindest auf ein paar Euro gestiegen, das freut mich schon mal. Dann kommen wir zum Fiber Jar. Wer kennt die Karte nicht? Die tolle Karte. Ich hole sie auch mal kurz raus, damit man sie auch nochmal so schön sehen kann. Die Karte, die für Kopfzerbrechen damals gesorgt hat, die konnte tatsächlich das komplette Game resetten. Ja, richtig witzig. Sehr schön auf jeden Fall. Hier auch nochmal Grüße an den Michael. Ich glaube, zwei oder drei Stück waren tatsächlich von ihm drin. Natürlich alle in First hier oben. Und die habe ich auch hier reingepackt. Dann die Insektenprinzessin aus Invasion of Chaos. Auch alle First. Und darunter die amazonische Schwertkriegerin. Zwei Stück First, ein Unlimitiert. Dann auf der linken Seite Fushio Richie. Das sieht man jetzt auch wieder ein bisschen schlecht. Ich hebe mal hier ein bisschen an. Ein bisschen runter so. Da ist einer First, zwei Stück unlimitiert. Gibt es auch in Japan als Ultimate Rare. Ich habe bei meinem Händler, glaube ich, zwei Stück liegen, bei meinem ehemaligen. Beim lieben Eduard. Der macht schon noch, aber den habe ich ja in Anführungszeichen abserviert für meinen neuen OCG-Händler. Und bei dem kaufe ich halt noch die Altbestände, die ich bei ihm reserviert habe, auf. Da kommt auch noch ein bisschen was. Da ist auch noch ein bisschen was da. Ich sag mal so 19 Karten oder so oder 20. Dann haben wir Gernia. Gernia witzigerweise relativ günstig bei Erik Hübner damals bei seiner 1-Euro-Aktion ersteigert. Da hat er Minus gemacht. Für 1 Euro habe ich sie bekommen, glaube ich. Darunter der Schädelsuchende Ritter. Eine Karte, die erstmal extrem schön ist und darüber hinaus komplett wertlos, weil da geht das Stück aus dem Turbo Pack 1 sage und schreibe 3 Euro. Ja, wirklich trauriger Preis eigentlich. In einem anderen Set, ich glaube in irgendeinem Gold, in GLD 5, GLD 4, irgendwie sowas, da war das sogar die gesuchteste Karte. Ja. Hier ist sie nichts wert. Dann haben wir den Tyrant Dragon, sehr schön, alle drei in First, die sind auch alle drei von Michael. Manticore of Darkness, ein Playset aus Invasion of Chaos, davon ist leider nur eine First, ich habe auch sonst keine mehr in First, nur die. Dann Gandora, Drache der Zerstörung, kennen wir auch, absoluter Klassiker. Und ist aus der Jump. Dann haben wir Gear Golem, The Moving Fortress. Alle drei First, einen davon Deutsch, zwei davon Englisch aus Ancient Sanctuary. Und die, muss ich sagen, vom Design her, die erinnert so ein bisschen an so ein, wie wenn man jetzt am Computer so ein 3D-Modell von irgendwas, was man bauen möchte, so erstellt und hinter irgendeinem recht neutralen Hintergrund dann hat. So sieht das ein bisschen aus, relativ witzig eigentlich. Dann haben wir den Rückstoßdrachen, ja, als Playset. Alle drei First, auch recht cool, von denen habe ich auch ziemlich viele First. Ich weiß gar nicht mehr, was sie geht. Dann den perfekten Maschinenkönig, davon sind zwei First und eine unlimitierte. Normalen Maschinenkönig hätte ich da eigentlich themagerechter drüber packen können, aber das sah doof aus. Deswegen ist der gar nicht im Ordner, soweit ich weiß. Genau.
den normalen Maschinenkönig kann man ja eh fast nicht mehr sehen. Der war ja immer in diesen Bild-Editions drin als Promo. Immer schön umgedreht, damit man ja nicht sieht, was drin ist. Das lohnt sich eigentlich nur, wenn man mehrere Karten hat, die man als Promos ziehen kann. Aber wenn es immer nur eine ist und es war immer nur dieselbe, ja, Bild-Edition haben wir ja auch schon aufgemacht, dann ist das schon ein bisschen traurig. Gut, dann haben wir die Guardians Wings aus Fallen und die Guardian, die sind jetzt alle drei unlimitiert. Hier auch noch ein, in Anführungszeichen, etwas modernerer Print, zumindest für damalige Verhältnisse, ist der Spirit Reaper aus der Legendary Collection First. War allerdings noch in der Zeit, wo die, war ja klar, muss ich nicht erwähnen, wo es das First halt noch oben stand und nicht unten, weil das kam ja dann erst zur Pendelzeit. Da sind wir hier noch weit von entfernt. Dann haben wir hier den Kaisergleiter als Playset aus Dark Crisis, alle drei First. Hier oben haben wir zwei Kriegermonster, die eigentlich so in Sammlungen fast nie zu finden sind. Nämlich einmal Great Desert, den findest du wirklich fast gar nicht. Ja, den zu finden in irgendeiner Sammlung, also wenn du ihn natürlich so rankaufst, ist klar, ist easy. Aber den in der Sammlung zu finden, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Den hat einfach keiner. Und Freed, the Matchless General. Bei den Desarts sind auch zwei Stück First. Hier ist nur einer First, muss ich auch austauschen. Von den Desarts habe ich tatsächlich nur zwei Stück, die First sind. Von Freed habe ich mehr als drei, die First sind, muss ich halt noch austauschen. Darunter Buster Blader, zwei Stück First, einer unlimitiert aus PSV, die waren natürlich auch wieder ein bisschen was wert, ein bisschen mehr wert. Ich glaube auch irgendwie mit 20 Euro was oder so. Und ja, Buster Blader ist ja allen ein Begriff, würde ich mal sagen. Dann haben wir den Guardian Angel Joanne. Woher kam der denn? Invasion of Chaos, glaube ich, ne? Auch alle drei First. Dann Vampire Lord, zwei Stück aus der Special Edition, glaube ich. Was war das für eine? RDS, genau. Und eine aus Dark Revelation. Muss ich auch noch austauschen. Ja, da tue ich halt auch einen aus der Special Edition rein, damit es einfach gleich ist. Dann Dark Ruler Hades, das Playset in Ultra Rare aus LOD. Eine unlimitiert, zwei Stück First. Witzigerweise ist er halt im First richtig teuer. Ja, der ging auch, wenn ich mich nicht täusche, Leute, war der auch irgendwo bei 40 Euro? Kann das sein? Schreibt es mir in die Comments. Witzigerweise, ich hole die mal raus, ist er ja auch limitiert, nicht limitiert, zensiert. Und was daran zensiert ist, wir wissen ja, das eine sind die Hörner. Der hat ja normal hier so Hörner raus. Da kommt er, glaube ich, auch jetzt in diesem neuen Lost Arts Set, kommt nochmal, ich glaube, eine Fallenkarte, wo er drauf zu sehen ist, wo dann halt auch wirklich die Hörner zu sehen sind. Und hier bei dem Glas, das wissen vielleicht ein paar weniger, das ist hier eine grüne Flüssigkeit. In Japan ist es eine rote, also Blut. Ja, das wollten die hier natürlich nicht. Dementsprechend haben sie die Flüssigkeit einfach grün gemacht. Dann haben wir Donzaluk, zwei Stück in First, einer in Unlimitiert. Muss man, glaube ich, nicht allzu viel zu sagen. Auch der ist zensiert. Der hat nämlich normalerweise Pistolen in den Händen. Ja, keine Schwerter. Es sind beides Waffen. Ich verstehe die Zensur nicht. Stichwaffen sind genauso Waffen wie Schusswaffen, aber... Dann haben wir den plündernden Captain oder plündernden Hauptmann, wie auch immer. Hier sind auch zwei Stück First, auch beide vom lieben Michael, auch hier wieder Grüße und einer unlimitiert. Richtig schön, in Ultra Rare sieht diese Karte einfach genial aus, ja. Die Karte in Ultra, auch hier, zeige ich euch das mal kurz, wir sind schon bei fast 40 Minuten, aber wisst ihr was, ist mir egal. Genau, also in Ultra Rare ist das eine unglaublich schöne Karte, ich tue sie auch mal hier kurz. Ach, dieser doppelte Sleeve, da geht das schlecht. Aber trotzdem extrem nice, ja. Einfach eine wunderschöne Karte. Ein wunderschönes Kriegermonster. Und es sieht auf, trotzdem es eigentlich nur ein Ritter ist, sieht es immer noch aus wie ein Monster, ja. Wenn man heutzutage mal Karten anguckt, die Monster sein sollen, da fragt man sich, okay, eine Lolita ist also ein Monster. Aber wobei die dann auch trotzdem teilweise gut aussehen. Also das ist jetzt, ja, steht jetzt nicht zur Debatte. Auch die neuen Karten sind schön, es wird auch noch Ordner mit neuen Karten geben, die ich euch dann zeigen würde. Aber wir sind jetzt hier und machen auch direkt weiter mit dem ausgebildeten keltischen Wächter. Die ist jetzt nichts wert. Ich glaube, das Playset geht 4 Euro oder 4,50, glaube ich. Also 1,50 pro Stück. Hier jetzt aus Dark Revelation 2. Die gibt es ja ansonsten nur noch in Common, in Rare und eben in Secret aus der Tin. Dann haben wir hier ein paar Magier. Habe ich ein paar zusammengehauen. Zwei Stück, die natürlich sowieso zusammenpassen, weil sie aus demselben Set kommen, nämlich aus Magician's Force. Übrigens keins First von den beiden hier, von dem oberen und unteren Playset. Die hier sind jetzt die finsteren Ausrottungs-Hexenmeister. Die haben jetzt eigentlich prinzipiell wenig mit den Karten hier zu tun vom Set her, aber sie passen halt optisch einfach gut dazu. Sind aus dem Starterdeck übrigens auch eine Meisterleistung, die hier in Niemanden ranzukriegen. Randy Brain hat ja auch schon mal gesagt, er kriegt nie welche in Niemanden, immer die er bekommt, sie alle kaputt. Randy Brain, kommt zu mir. Ich habe ungefähr 20 Stück in Niemanden. Genau, also hier Chaos Command Magician,
Ist persönlich mag ich die optisch sogar lieber als den Breaker, der Magical Warrior. Die ist vielleicht ein bisschen bekannter, ein bisschen populärer, aber die ist einfach, die sieht mystischer aus, finde ich, ja. Und die Pose ist auch nicht ganz so statisch wie vom Breaker, die sieht ein bisschen dynamisch aus. Also die gefällt mir auf jeden Fall wesentlich, wesentlich besser. Auch von der Kopfbedeckung her. So, auch von der Farbe des Grünen, dieses Dunkelgrünen. Gefällt mir sehr gut auf jeden Fall. Dann haben wir natürlich den dunklen Gelehrten. Ich habe mich für das Set in Ultra Rare entschieden. Sehr schön auf jeden Fall. Es gibt sie natürlich auch noch in Secret und Super Rare, also DOD. In Secret Rare finde ich sie generell am schönsten und aus Japan auch noch in Ultimate. Da finde ich sie am zweitschönsten. Also für meine Verhältnisse, für meinen Geschmack. Das erste ist die Secret, dann die Ulti, dann die Ultra, dann die Super. Und dann gibt es sie natürlich noch als Kamen aus der Legendary Collection. Weiter geht's mit Debil Macera, ebenfalls aus der Lost Millennium, die zweitbeste Promo, die es nach dem Chaos Imperator Drachen gab, meiner Meinung nach. Ich finde ja diese ganzen Cera-Monster richtig, richtig cool, auch wegen dieser extrem grünen Farbgebung. Und das bringt mich auch gleich zu der hier unten, nämlich dem Erzlord Cerato. Gibt's auch in Japan als Ultimate Rare. Kauft euch die, Leute. Sie ist sportbillig. Sie ist sportbillig und so eine Augenweide. Diese Karte sieht in Ultimate so krank aus, das ist abnormal. Wie gesagt, in der Videobeschreibung meinen Händler einfach anschreiben, einfach bestellen, der besorgt euch die. Das ist richtig, richtig toll. Ich habe von deren Ulti leider nur 4 Stück. Ich will auf jeden Fall noch wesentlich mehr haben, 5 Stück sowieso mindestens. Und aber das hier, um die geht es jetzt nicht, das sind jetzt die Originalen in Ultra Rare, da habe ich auch meine kompletten 9 schon zusammen. Alle First aus Ancient Sanctuary noch in Ultra Rare, sehen sie einfach Bombe aus. Dann geht's weiter mit dem legendären Fischer. Ja, legendärer Fischer aus PSV. Ich habe auf jeden Fall noch Erstauflagen, das sind allerdings alles unlimitierte. Dasselbe gilt auch für die Großschildwache. Es liegt aber auch daran, dass die alle aus Dark Beginning 1 sind. Das ist ja ein Reprint-Set, dementsprechend ist sie halt, können die ja gar nicht First sein. Darunter haben wir den Harpien-Spielendrachen oder den Spieldrachen der Harpien. Ultra Rare. Ich habe natürlich auch die ganzen teuren Varianten aus dem Retro-Pack und auch aus FMR und wie sie alle heißen, im Prismatic Secret dann. Aber das ist jetzt so die günstigste Variante in Anführungszeichen. Die geht aber auch ein paar Euro auf jeden Fall. Alle drei First aus der Legendary Collection, also Harpiens Petdrachen, ist glaube ich eine der teuersten Harpien-Drachen, die es gibt. Eigentlich die teuerste Harpien-Karte. Alle anderen, ich glaube die Königin geht noch ein bisschen was. Vielleicht die Kanalisiererin in Ulti, aber sonst müsste das auf jeden Fall, also auch über denen noch, die teuerste sein. Wie viel die jetzt so an sich ging, weiß ich hier an der Stelle gerade gar nicht mehr so wirklich auswendig. Aber es waren auf jeden Fall ein paar Euro. Auf jeden Fall teurer als die hier oben. Dann haben wir hier den Schädel Erzunterwälder der Blitze. Und da muss ich auch noch kurz was zeigen. Das finde ich nämlich relativ witzig, wenn man so möchte. Das ist doch einfach nur der herbeigerufene Totenkopf, oder? Jetzt mal ehrlich. Also, für mich ist das kein neues Monster, keine andere Abart eines Monsters. Für mich ist das einfach der herbeigerufene Totenkopf im alternativen Artwork. Und es gibt den herbeigerufenen Totenkopf ja auch im alternativen Artwork. Allerdings sieht dieses alternative Artwork, das wir tatsächlich dann bekommen haben, gar nicht so gut aus wie das hier. Da hätte ich lieber den hier als alternatives Artwork genommen. Ja. Aber gut, das andere hätte ich mir am besten sparen können. Das ist dann, glaube ich, die Super Rare gewesen aus Dark Beginning, also der Reprint. Dann haben wir auf jeden Fall Bisershock, da habe ich auch noch ein paar mehr rumflattern. Hier 2 Stück in First. Das war, glaube ich, eine Karte, die Marek gespielt hat, wenn ich mich nicht täusche. So eine Folterkarte wie Des Weiser und so weiter. Und ja, die geht halt nichts. Muss man einfach so sagen, sie geht halt nichts. Auch in First nicht. Wenige Euro nur, ganz wenige. Dann haben wir hier das mystische Ungeheuer von Zerket. Das ist auch eine Karte, trotz der alten Zeit von damals. Die kommt aus dem Starterdeck Marek zusammen mit dem Lava-Golem, den wir später auch noch sehen werden. Und trotzdem, das eigentlich ein relativ altes Deck ist, war die Qualität richtig schlecht. Ihr erinnert euch noch an meinen Wutausbruch, als es um den DD Pendragon ging. Und ich glaube DDD Drachenkönig Pendragon, oder wie er heißt, der halt auch wirklich schlecht ist vom Print her. Und ja, es ist mit denen genau dasselbe. Die hier wirklich, also die kamen natürlich nicht in, wie dieser Pendragon schon kaputt aus dem Deck raus, aber die gingen halt wie diese ganzen Dragon of Legends 2 Karten und so total leicht kaputt. Da haben sie halt wieder gespart gehabt. Und die in Yemen zu finden ist auch relativ schwierig. In Gold oder nicht, da sind sie gut von der Qualität her, aber die Ultra Rare Varianten aus dem Starter Deck sind echt schwierig ranzukriegen. Es hat ewig gebraucht, bis ich meine neuen in Yemen hatte. Ich hatte, glaube ich, insgesamt locker 50, 60 Exemplare von der beieinander. Und da waren dann gerade mal 9 Stück in Yemen drin. Also der Rest war, naja. Dann haben wir die Infektionsfee Lilly. In Ultra Rare aus Dark Beginning oder Dark Revelation. Das kann ich nie so ganz auseinanderhalten. Ich kann es hier auch nicht sehen über die Kamera.
Wie gesagt, in Ultra Rare. Die hier, muss ich sagen, hat einen kleinen Schmiss oben. Die hat hier ganz, sieht man hier gerade nicht. Ein bisschen runter hier. Eine ganz leichte weiße Stelle, sieht man hier vielleicht, da oben. Die ist eigentlich mehr so aus meiner Privatsammlung, müsste man fast schon sagen. Ich habe noch auf jeden Fall welche, die sind in einem besseren Zustand. Die ist ansonsten wirklich nehmend, aber das da oben stört halt ein bisschen. Das heißt, sie wird ausgetauscht, die wandert in meine Privatsammlung. Und ja. Dann werde ich hier eine aus meiner Privatsammlung reinmachen, weil ich habe auch in meiner Privatsammlung eine, die nehmend ist. Und die kommt dann halt hier rein und ja, ihr wisst schon, was ich meine. Dann haben wir unten den Black Tyranno, also den schwarzen Tyranno aus Invasion of Chaos. Alle drei, First Edition. Und den Eindringling der Finsternis aus The Lost Millennium, eine Karte, die man vielleicht weniger gerne sehen wollen würde. Das war, glaube ich, die am wenigsten beliebte Ultra Rare der Promos, die es halt eben bei The Lost Millennium gab. Das war ja noch eine Secret in Invasion of Chaos, die wollte auch keiner haben. Ich habe sie mal gezogen. Ich weiß noch, ich habe das Booster aufgemacht. Ich habe eine Sammlung gekauft als Bonus, waren hinten in der Legendary Collection 2. Noch die ganzen Booster drin und da waren Invasion of Chaos Booster bei und ja, da habe ich dann den rausgezogen. Als ich ihn schon so zur Seite hatte, dachte ich mir, Chaos Imperator, oh, das ist so ein richtig trauriges Erlebnis. Dann das Ende von Anubis auch aus The Lost Millennium, sehr schön eigentlich, da muss ich mich korrigieren, die ist sogar noch cooler als Nebel Mazera. Also das ist meine zweite Lieblingskarte aus The Lost Millennium, die hatte ich bloß eben nicht auf dem Schirm. Darunter haben wir wieder ein Playset, Dark Magicians of Chaos, hier sind jetzt diesmal zwei in First mit 84€ das Stück ungefähr. Und einer Unlimited und darunter haben wir das Playset Cyberdose in Ultimate Rare. Übrigens aus dem Originalset, nicht der Reprint, der letztens auf den Markt kam. Erkennt man auch daran, dass eben der Rand hier nicht geprintet ist. Das ist auch der Grund, warum ich auch vom Chaos Imperator Drachen und von den ganzen anderen Ultis, die da drin sind, unbedingt aus dem neuen Set auch ein Ding will. Von dem Reprint Set halt drei Exemplare von jedem mindestens, wegen dem geprinteten Rand, weil der Rand da halt auch Ultimate ist. Dann geht's weiter mit, ein bisschen Zauber, ein bisschen Feilkram. Wir haben hier vier Überläufer in First, in Ultra Rare, aus Metal Raiders, glaube ich, war die. Zwei Stück in Unlimited. Dann haben wir Faszinierender Kreis als Playset. In Ultra, einer ist First, die anderen beiden Unlimited. Auch da habe ich natürlich mehr. Die sind auch hier genau neben mir in dem Wandschrank drin. Dann habe ich ein paar Exodia Necros. Zwei Stück sind First, die auch wieder größer. Die Michael, das sind nämlich seine zwei. Und die anderen sind Unlimited. Ich habe abgesehen von denen, glaube ich, nur noch ein oder zwei anderen Ultra Rare. Hätte sich also gar nicht für ein weiteres Playset gelohnt. Und in der Mitte die magische Störung. Zwei Stück Erstauflage in Englisch, eine in Deutsch, Unlimited. Das Witzige an der Karte ist, das ist eigentlich eine relativ bekannte Karte. Ja, also wir reden jetzt hier von der magischen Störung. Und ich glaube, die First geht ein paar Euro, aber die Unlimitierte geht ein paar Cent. Ja. Ich meine, klar, dass das jetzt keine 60-Euro-Karte ist, ist logisch. Auch die Unlimitierte nicht. Ich hätte auch keine 10 Euro für die Unlimitierte verlangt, aber dass die bloß ein paar Cent geht, das schon wissen. Wenn ich so 4-5 Euro für die Unlimitierte, hätte ich eigentlich schon gedacht, dass die geht. Und das sieht natürlich bei der Exodia Necros anders aus, die Unlimitierte sowie die Limitierte gehen beide einiges. Hier relativ witzig, ich weiß Leute, ich weiß, Exhortmeister der Wache hat nichts mit Exodia zu tun, aber sie passt halt einfach so gut rein. Ja, sieht einfach toll aus. Wir haben hier ein Playset Exodius, der ultimative verbotene Lord aus der Jump in Ultra Rare. Sieht richtig geil aus, ne? komplett nice, Finish, komplett wertlos. Die Karte ist eigentlich nicht besonders viel wert, aber das stört nicht, sie sieht einfach toll aus. Deswegen für jeden Sammler, der ein kleines Budget hat, ihr könnt euch so tolle Sammlungen generieren. Wenn man sich ein bisschen informiert und ein Budget hat von sagen wir so 10 Euro pro Karte, da kann man sich vor allen Dingen aus der Jump so viel zusammenkaufen, dass einfach nur nice aussieht. Mit einem schönen Druck, einem schönen Finish. Wir haben hier dann, das ist glaube ich einer der modernsten Prints überhaupt, die ich in dem Ordner habe, das ist die Inkarnation der legendären Exodia. Für mich ist es eine Oldschool-Karte, auch wenn es im Prinzip eine neue Karte ist, aber was soll's. Und damit eben Exodmeister der Wache, wir haben Exod, ich bitte euch, Anspielung auf Exodia, im Namen auf jeden Fall und es sieht auch fast aus wie Exodia. Gehört zwar eigentlich zu den Sphinxen, aber optisch passt es einfach perfekt hier rein. Dann haben wir hier nochmal das Ende von Anubis als Playset in Secret Rare. Übrigens, das ist kein Knick in der Karte, das hier ist auf der Hülle. Die Hüllen sind hier so ein bisschen gewölbt. Ich habe mir drei Packungen gekauft, das hier ist eine nur. Ich habe noch zwei komplett verschlossene und von dem sind auch noch ein paar Seiten übrig. Dann haben wir Judgment of Anubis aus Dark Crisis in Secret, davon sind zwei First, eine Unlimited und hier nochmal Nebel Mazera in Secret Rare, auch alle drei First in Secret, sieht dann natürlich noch wesentlich geiler aus und ist tatsächlich, ja, jetzt wollte ich fast sagen, meine zweite Lieblings-Secret, aber in den Sets gab es ja nur zwei, ich bin das immer
noch gewohnt, dass es hier 8 Secrets gibt, aber damals war es tatsächlich damals war es tatsächlich so, es gab 2 Secrets, es gab 10 Ultras, es gab 10 Super Rares, ich glaube 17 Rares und das war's, Leute, das war's einfach, ne? Da war Secret noch was Besonderes. Dann haben wir hier das Banzai Set. Ausnahme ist der hier unten, der kommt aus dem Duelist Pack Battle City. Alle anderen, also 5 Stück hier, sind aus dem Banzai, whatever. Oh, kleine Ausnahme noch, die ist aus der Jump. Tut mir leid, aber sie sieht da wirklich exakt so aus, deswegen. Die ist aus der Jump, hier auch nochmal Grüße an den lieben Michael. Aus der Jump leider nicht so viel wert, aber diese 4 hier sind aus Banzai und natürlich die ebenfalls, ja. Vom Wert her glaube ich jetzt gar nicht mal so teuer. Ein paar von denen waren nochmal OVP, die habe ich natürlich aufgemacht, weil bei mir bleibt nichts OVP, ihr wisst es, Leute. Finde ich immer richtig witzig, wenn ich irgendwie von jemandem eine Sammlung kaufe, der mich verfolgt und der dann so, oh, der ist sicher aufgemacht. Ja, natürlich mache ich die auf. Ja, ich meine, wie kacke sieht das denn aus, wenn man die dann immer in diese Originalverpackung so zusammenknüttelt und dann in diese Hülle reinsteckt. Ja, das sieht aus, als wäre die Hülle umgewaschen, weil diese Originalverpackungen, die sind einfach verdreckt meistens. Verdreckt, verkratzt und so weiter. Und hier haben wir halt nochmal was, das haben wir alle schon gesehen. Wir haben hier nochmal ein Playset, diesen Fushio Richie, Geist des Pharao und Geist der Jakal-Ritter als Playset. Die sind jetzt allerdings komplett alle unlimitiert. Blättern wir weiter. Dann haben wir ein paar schweigsame Schwertkämpfer. Alle 3 First, die Level 3er. Auch die Level 4er sind alle 3 First und die schweigsamen Schwertkämpfer Level 7, das waren WC5 Promos. So, hier, die sind alle 3, glaube ich, nicht in ihrem Mint, die sind Good bis Lightly Played, weil das waren die einzigen, die ich gerade gefunden habe. Ich muss gucken, welchem Ordner ich die anderen habe. Die sind auch tatsächlich jetzt nur für das Video drin, die kommen danach direkt wieder raus. Und werden dann, sobald ich die anderen gefunden habe, ersetzt. Das wird heute meine Tagesaufgabe, abgesehen vom Schneiden des Videos, eben diese Karten hier rauszusuchen. Dann haben wir Gerfried, den Schwertmeister. Auch da muss ich wieder einiges austauschen, weil der hier ist First, die anderen sind unlimitiert und ich habe den locker 20 Mal oder so und auch einige Mal den First. Deswegen wird das auf jeden Fall ausgetauscht. Dann haben wir der Erzunterweltler Megasalbe. Auch einmal First, zweimal unlimitiert. Auch der muss natürlich noch ausgetauscht werden. Und dann haben wir den Heiligen Phönix von Nephthys aus dem letzten Dual Monsters Booster Flaming Eternity, glaube ich, soweit ich weiß. Kleine Randnotiz, der hier ist aus Dark Revelation 3. Die beiden sind aus dem Originalset und dementsprechend First. Die kann ja nicht First sein, Dark Revelation war ein Reprint Booster. Und weiter geht's mit... wir sind gleich am Ende, dem Ozeanherrscher Neo Daedalus. Aus dem Starterdeck 2 Playsets, alle 2 Playsets sind First und Nirmin. In der Mitte Leviadrache Daedalus. Alle 3 aus Invasion of Chaos, alle 3 unlimitiert. Hier haben wir dann nochmal den Endzauberer oben, der übrigens ein bisschen was wert ist, aber ich glaube unlimitiert geht der sogar 7 Euro oder so. Warum auch immer. Darunter 3-mal den Wiederbelebungsschleim in Super Rare, alle 3 First, sowie den Nadelwühler aus Ancient Sanctuary, ebenfalls alle 3 First. Und auf der letzten Seite wird es noch feurig flammig. Da haben wir hier oben eine alte Starterdeckkarte, nämlich den infernalen Flammenherrscher, alle 3 First. Darunter der Schöpfer in Ultra Rare, dann haben wir 2 First, eine unlimitiert. Und darunter, ich glaube, der zweitmodernste Print hier drin, der Drachenfeuerfluch. Einige werden jetzt sagen, oh, Julia, das ist doch nicht oldschool, die ist doch ganz neu. Ja, aber sie ist wie die Inkarnation an ein Oldschool-Thema angelehnt und entstammt keiner modernen Kartenart, wie zum Beispiel Pendel oder so. Das ist ein ganz normales Effektmonster, dementsprechend gilt das für mich als Oldschool und kann in so einen Ordner. Ja, das ist es gewesen. 12.000 Euro ist der Ordner wert in etwa. Ihr fragt euch ja, woher kommen denn die ganzen Preise? Klar, wir wissen, die DDS Blue Eyes machen schon ungefähr 5.000 aus. Dann natürlich auch noch die Magicians plus den Kopf nochmal ungefähr zusammen 1.000 Euro. Für den Götterkartensatz ist auch einiges dabei, was relativ teuer ist. Und es läppert sich halt tatsächlich alles so zusammen. Ja. Ich meine, viele, viele Karten hier sind... ja, oder auch die Imperator Drachen, die machen auch eine Menge aus. Viele, viele Karten hier sind natürlich nur zwischen 5 und 10 Euro wert. Allerdings bei der Masse machen das auch einige 100 Euro noch aus. Und ihr könnt es ja gerne mal auf Market nachchecken. Ihr werdet wahrscheinlich auf ein dezent anderes Ergebnis kommen. Ich meine, wenn man es über Market nachrechnet, jeder sucht anders. Ich bin zum Beispiel so, ich suche immer die jeweilige
Sprache, die jeweilige Edition, der jeweilige Zustand, und zwar immer vom ersten deutschen Händler, den ich finde, ja. Weil es bringt mir nichts, wenn der Händler in Timbuktu wohnt und die Karte dann halt 20 Euro günstiger hat. Ich rechne das immer so. Deutsche Händler muss es sein. Und ja. Jetzt haben wir hier fast eine Stunde verbracht, Leute. Eine Stunde, das ist eine ganze Menge. Ich verabschiede mich an der Stelle. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, dass das so lange gedauert hat. Wenn es euch zu lange ist, ich werde es als Premiere senden. Ihr könnt es mir nebenhin in Chat schreiben. Ich werde anwesend sein. Ja, das soll es gewesen sein. Wir sehen uns zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.